Ja, dann darf ich Sie im Namen des ersten FC Magdeburg recht herzlich hier im Presseraum der MDCC Arena begrüßen. Es geht wieder los, zweite Saison der dritten Liga für den FCM. Am Sonntag starten wir mit einem Heimspiel in die Saison. Der FCM empfängt Fortuna Köln um 14 Uhr hier im Stadion. Vielleicht vorab ein kurzer Stand zum Vorverkaufsstatus. Fortuna Köln im Moment ca. 16.000 Karten abgesetzt, Eintracht Frankfurt etwa 17.000 Karten im eingeschränkten Vorverkauf. Wir werden ja nochmal gesondert informieren, ob es einen öffentlichen Verkauf geben wird. Dauerkartenstand im Moment etwa 9.600 Karten. Zum Spieltag selbst, wir rechnen mit einem hohen Zuschaueraufkommen, dementsprechend bitten wir alle FCM-Fans rechtzeitig anzureisen. Wie gewohnt öffnen eine Frühkasse um 11 Uhr am Haupteingang West und ab 12 Uhr ist dann Einlass verbunden. Rund um das Stadion, es gibt eine Veränderung der Einlasssituation, darüber haben wir in den vergangenen Tagen informiert. Das geschieht unter anderem auch aufgrund der wachsenden Herausforderungen hier rund um die Heimspiele. Bedeutet im Konkreten, neben dem Gästebereich gibt es drei geschlossene Sektoren. Einmal den Sektor West, der umfasst die Blöcke 1 bis 2 und 16 bis 24. Dann der Sektor Nord, das sind die Blöcke 3 bis 6. Wir werden zwei neue Eingänge geschaffen, das ist der Bereich Block U. Und der Sektor Ost, das sind die Blöcke 7 bis 13. Nochmal der Hinweis, dass alle Zuschauer, die jetzt auch ermäßigte Karten erworben haben, dann ihre Ermäßigungen am Spieltag mit dabei haben und am Einlass vorzeigen. Und darüber hinaus das Mitführen von größeren Taschen und Rucksäcken künftig nicht mehr gestattet. Es gibt aber Abgabemöglichkeiten vor dem Stadion. Ja, zur Sektorentrennung selbst nochmal. Diese wird nach dem Spielende dann aufgehoben. Man kann sich danach dann frei im Stadion bewegen. Kommen wir zum Sportlichen. 6 Wochen Vorbereitung liegen hinter dem ersten FC Magdeburg. Das war eine harte und intensive Zeit. Ich denke, Höhepunkt war hier das Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. Vielleicht lassen wir den Trainer dort mal zu Wort kommen. Jens Hertel, erstmal herzlich willkommen. Vielleicht können Sie die Saisonvorbereitung nochmal ganz kurz resümieren und dabei vielleicht auch auf die absolvierten Testspiele eingehen. Ja, also, ich habe es schon gesagt, 6,5 Wochen sind fast rum. Ich denke, es war dieses Jahr sehr wichtig, dass wir auch eine relativ lange Pause hatten, wo die Jungs eben auch gut regenerieren konnten. Das war anders als im letzten Jahr. Muss man dazu sagen, dass sie sehr fleißig waren, auch in der Vorbereitung. Haben sie also diese Leute, die sie aufbekommen haben und ihre Programme gut absolviert, sodass sie schon mit einem relativ ordentlichen Zustand hier angekommen sind. Und wir halt unser Programm im Großen und Ganzen ohne Probleme durchziehen konnten. Das war intensiv und auch hart, aber die Jungs haben eben durchgehalten. Sicherlich hatten wir auf der Strecke den einen oder anderen Verletzten zu viel. Mal waren es muskuläre Sachen, mal waren es stumpfe Verletzungen, die dann halt immer wieder passieren können. Für die einzelnen Spieler ist das dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn man dann den Rhythmus verliert, aber es war halt immer eine Gruppe, die groß genug war, dass wir ordentlich trainieren konnten und halt auch unsere Inhalte so weit durchbringen konnten. Von der Seite her sind wir, das Trainerteam stand jetzt mit der Vorbereitung natürlich sehr zufrieden, wo wir wissen, dass natürlich alles dann am Sonntag dann abgerechnet wird, wie das Spiel läuft. So wird sicherlich dann auch von Ihnen, von den Medienvertretern dann die Vorbereitung dann bewertet. Ja, aber wir können alles, was wir messen können, sind wir zufrieden. Und von der Seite freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Nach der langen fußballfreien Zeit hier endlich wieder Gas zu geben und wollen das natürlich möglichst erfolgreich gestalten. Danke, Trainer. Ja, Marius, herzlich willkommen in der Pressekonferenz hier bei uns. Leider wird es nicht so erfreulich, dass du dich verletzt hast in der vergangenen Woche, einen Schlag auf das Knie bekommen und die Maßnahme war hier, dass du erstmal pausieren solltest. Dann gab es das MRT und leider die Diagnose Außenbandeinriss. Voraussichtlich 4 Wochen wirst du leider fehlen müssen. Trotz alledem freuen wir uns, dass du hier bist, als Mannschaftskapitän wiedergewählt. Jetzt mit Punktspielauftakt gegen Köln, was kannst du denn der Mannschaft da trotzdem vielleicht mitgeben, auch wenn du jetzt nicht direkt mitwirken kannst? Ich kann, denke ich mal, der Mannschaft nur das Gefühl geben, dass ich da bin, wenn irgendwie Bedarf ist. Ansonsten hat jeder einzelne Spieler, denke ich mal, seine Hausaufgaben selbst erfüllt. Er war sehr gut in der Vorbereitung dabei, hat viele Trainingseinheiten für sich genutzt,
jeder macht das im Endeffekt in erster Linie für sich, damit der Trainer dementsprechend es schwierig hat, ein paar Spieler nicht zu nominieren oder halt welche aufzustellen. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass die Jungs gut drauf sind und alle brennen auf den Saisonstart. Dafür war einfach die Vorbereitung lang genug und man möchte eigentlich auch irgendwo dann auch Ergebnisse einfahren und sich dann halt auch das holen, wofür man die Wochen gearbeitet hat. Danke, Marius. Ja, vom Trainer kam auch mal der Hinweis, wir wollen mal auf die Testspiele eingehen, das haben wir ganz vergessen. Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Ja, also mit den Testspielen im Großen und Ganzen sind wir schon auch zufrieden, obwohl das für uns, denke ich mal, nicht ganz so einfach ist. Wir hätten sicherlich den einen oder anderen, die eine oder andere Mannschaft gehabt, die höherklasse spielt, aber ist leider von der Organisation nicht ganz so einfach. Da ist dann halt dieses höhere Fanaufkommen dann auch manchmal problematisch, sodass dann eben viele Spiele, gerade gegen Mannschaften hier im Osten, ab der Union oder Dresden, da gibt es sofort ein Veto von der Polizei. Die Dinge können wir eben nicht machen, alles was andere ist weiter weg. Das lohnt sich dann für die Schul- oder Erstligisten nicht. Und von der Seite her war das schon schwierig, da auch immer die richtigen Gegner zu finden. Aber wir hatten letztes Jahr auch mit dem Abschluss in Nordhausen nochmal, ja, die ja heute starten in Babelsberg und die ja sehr ambitioniert sind und auch in diese Liga wollen, schon noch mal zum Abschluss einen guten Testgegner und auch die Spiele gegen die anderen Regionalligisten, ab jetzt so jetzt gegen Hertha oder HSV oder Vico Martini, waren halt auch so schon aussagekräftig, aber es war eben jetzt außer Odense keine Mannschaft dabei, die über uns gespielt hat und von der Seite ist es dann immer ein bisschen schwieriger. Aber da haben wir es eben doch ordentlich gemacht, da waren die ja schon einen Schritt weiter als wir. Also so die Ergebnisse waren dementsprechend, aber so das ein oder andere Spiel gegen eine höherklassige Mannschaft hätten wir uns schon noch gewünscht, aber wie gesagt, das ist von der Organisation hier in Magdeburg dann auch immer doch nicht ganz so einfach. Dankeschön, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Fragerunde, stellen Sie einfach Ihre Fragen mit dem Handzeichen und dann gehen wir nacheinander ab. Hier vom Engel. Ja, also Fortuna Köln hat ja im letzten Test den 1. FC Köln 1:0 geschlagen. Sie haben sich, glaube ich, die Mannschaft auch irgendwo angeguckt. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen? Naja, also da war jetzt wenig Überraschendes dabei. Fortuna Köln hatte typischen Drittliga-Fußball gespielt, sehr, sehr robust, sehr diszipliniert. Dann auch immer wieder mal sehr früh attackiert, hatte der FC schon noch gerade in der Anfangsphase Probleme, hat dann auch ein paar Ballverluste gehabt, die sie eben nutzen für ihr Umschaltspiel, was eben auch wie in der letzten Saison sehr gut ist. Und da hat man schon gesehen, dass es bei denen losgeht am Sonntag und beim FC schon noch ein paar Wochen sind, bis die ihr erstes Pflichtspiel haben. Aber ja, da war jetzt schon ein paar Sachen zu sehen, denke ich so. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr ganz große Überraschung sein, wie seine Aufstellung sein wird, wie er die Grundordnung wählt. Da sind wir noch gespannt, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir schon jetzt auch vorbereitet sind auf den Gegner, auch wenn das ja, am Anfang einer Saison immer ein bisschen schwierig ist, weil alle Vorbereitungsspiele sind ja dann Schall und Rauch und auch so ein Spiel ja, haltet dann nur nach, wenn sie hier eben am Sonntag auch irgendwie was Zählbares holen. Volksstimme Uwe Tiedemann, bitte. Ja, können Sie noch mal was zu den Neuzugängen sagen? Wer ist da am weitesten und wer hat am ehesten die Chance, am Sonntag in die Startelf zu rücken? Die Frage haben Sie mir ja schon mal jetzt in dieser Woche gestellt und ich werde sie jetzt eben auch dementsprechend nicht anders beantworten als unter der Woche. Zur Aufstellung werde ich mich generell jetzt nicht groß äußern. Fakt ist, dass man sagen kann, dass alle Gas geben, da wir hier mit einer hohen Motivation hergekommen sind. Dann ist klar, der eine oder andere ist durch Verletzungen oder eingeschränkten Trainingsbetrieb ein Stückchen zurückgeworfen worden. Konnte dann halt die letzten Testspiele nicht mitmachen und da hängt man dann natürlich immer so ein bisschen hinten dran und ein paar waren eben zum Anfang mit einem nicht ganz so guten Zustand hier dabei und die haben das eben gut aufgeholt. Aber wer das jetzt ist, den Namen werde ich dann nicht nennen. Insgesamt sind wir mit der Integration und mit den Leistungen auch der Neuen zufrieden. Also es gibt schon ein paar neue Reibungspunkte und ein paar andere Alternativen, als es in der letzten Saison der Fall war. Uli Behrens, bitte. Herr Herbel, wenn Sie jetzt vergleichen den Erstligastart im Vorjahr und jetzt den Start bezogen auf die Mannschaftsstärke, wie würden Sie, wenn Sie das vergleichen, beide einschätzen? Naja, das ist schon mal so ganz kann man es nicht miteinander vergleichen. Ich denke,
letztes Jahr haben wir hier 2 Tage vor dem Freitag eine riesen Pressekonferenz mit Erfurt zusammen gehabt. Es war nochmal eine andere mediale Aufmerksamkeit. Es war unser erstes Spiel im bezahlten Fußball. Es wusste niemand, in welche Richtung das geht. Jetzt sind wir, sag ich mal, nach einem Jahr gut angekommen in der Liga. Die Neugier ist nicht mehr ganz so groß, aber dafür hat man natürlich schon auch eine gewisse Erfahrung und weiß natürlich, was einen erwartet. Es ist, ich will jetzt nicht sagen Routine, aber es ist natürlich, das merkt man auch bei den Jungs jetzt, die Spannung nicht so aufgeregt, wie das vielleicht vor einem Jahr war. Aber das hat Marius ja auch schon gesagt, so nach 6 Wochen Vorbereitung wollen alle, dass es endlich scharf gestellt wird und eben nicht mehr nur so um irgendwelche Freundschaftsspielergebnisse geht. Herr Novak von Bild. Eine Frage zu den Verletzten, so wie ich das im Moment mitbekommen habe, gibt es im Moment 3 Spieler, die definitiv nicht spielen können. Das wären Marius, Niemeyer und Schwede, habe ich gestern auch im Aufbautraining gesehen. Wir haben ja auch diese Problemfälle mit Ernst, auch Polido, die mir sagten, sie wären also so topfit, würden sich richtig gut fühlen. Sehen Sie das ähnlich oder sind die noch nicht so weit? Das ist die kalte Küche, jetzt versuchen wir ein paar Informationen zu bekommen. Ich denke, das hat man auch in den letzten Spielen gegen Nordhausen dann schon gesehen. Die Jungs, die ein bisschen eine längere Pause hatten, haben einfach nicht den Rhythmus wie die Jungs, die eben Woche für Woche im Trainingsbetrieb gestanden haben oder kaum in der Einheit verpasst haben. Da gibt es dann schon den einen oder anderen in einer anderen Situation, wo man dann halt die noch nicht richtig einschätzt oder zu gierig ist in so einer Aktion. Von der Seite her, die fühlen sich alle gut. Das bestätigt auch der Eindruck auf dem Trainingsplatz. Trotzdem, so von dem letzten Wettkampf muss man schon sagen, so eine Pause, die steckt keiner so ohne weiteres ganz locker weg. Herr Behrens noch mal? Eine Frage an Marius als Captain. Ihrem Stellvertreter, was geben Sie denn ihm in diesem Spiel und auch wahrscheinlich in den weiteren Spielen mit auf dem Weg? Empfehlungen, die Sie als Captain gemacht haben, bezogen auf Mannschaftsspiel? Also ich weiß überhaupt gar nicht, wer Stellvertreter ist. Also das ist ja auch. Also der Kreis ist schon klein, also das wird schon einer aus dem Mannschaftsrat sein, das ist Fakt. Aber wer genau es ist, das weiß ich nicht. Man kann sich was ausmalen, aber bevor ich jetzt mit jedem anfange zu reden und ihn antippe, hey, bist du der Kapitän, möchte ich lieber keinen verrückt machen. Die sollen in ihrem Fokus bleiben, die sollen sich auf das Spiel konzentrieren, jeder weiß, worauf es ankommt. Und wenn dann Bedarf da ist und Hilfe nötig ist, dann stehe ich da bereit, um mit ihnen auch zu sprechen. Vielen Dank. War keine Absicht, in die Wunde zu stoßen. Ja, das Thema haben wir ja geklärt jetzt. Ja, alles klar. Weitere Fragen? Jo. Herr Bartos, bitte. Herr Hertel, Sie halten sich, was Personal betrifft, sehr zurück. Sie haben aber, wenn ich das recht verfolgt habe, in der letzten Woche klar gesagt, in der Torwartfrage, da lege ich mich fest. Warum dieser Unterschied? Ja, der Torwart ist ja eine besondere Position. Ich denke, da nicht nur, weil er die Hand als einziger Spieler benutzen kann, für ihn gelten natürlich ein paar andere Regeln. Ja. Und das war klar, dass es ein enges Rennen ist und bei einer Torwartposition wechselt man ja auch nicht hin und her. Bei den Feldspielern habe ich im Spiel in der Regel die Möglichkeit, frei Mann zu tauschen. Oder ich kann halt am nächsten Wochenende dann zum Tausch vornehmen. Ich denke, auf der Torhüterposition ist das alles ein Stückchen problematischer. Und da haben wir es eigentlich bewusst so von vornherein uns auch einen Zeitplan mit auf den Weg gegeben, dass wir gesagt haben, irgendwann müssen wir uns schon entscheiden. Das hätte auch früher sein können, aber dafür war das Rennen halt zu eng, um da jetzt Entscheidungen zu treffen. Dafür hätten uns natürlich auch gleich ein paar Spiele noch gut getan, wo die Torhüter mal auf Herz und Nieren geprüft worden wären. Es waren halt in den Testspielen halt immer nur marginal, dass die unter Beschuss waren und da hat man schon das, aber alles so eben auch noch nicht so. Von der Seite werden wir auch erst im Nachgang wissen, ob wir uns richtig entschieden haben, wenn wir die ersten Spiele gesehen haben. Herr Novak? Herr Appel, Sie waren nicht der Einzige, der gesagt hat, der FC Maskenburg hat jetzt, was die Offensive anbelangt, mehr personelle und mehr taktische Möglichkeiten nach den Einkäufen.
Bedeutet das jetzt, dass die Grundausrichtung offensiver wird als im letzten Jahr? Meine Rückfrage stellen, war die sehr defensiv oder wie haben Sie das jetzt so wahrgenommen? Ich habe erwartet, dass Sie so reagieren. Ich habe damit nicht gemeint, dass Sie zu defensiv gespielt haben. Ich meine, ob es dann noch offensiver wird. Gut, ich habe gesagt, noch vier offensiver. Drei Stürmer. Das wird man natürlich dann sehen von Mal zu Mal, mit wie vielen Leuten wir dann im Vorn eben doch auflaufen können oder dann natürlich im Spiel eventuell mal wechseln können. Wichtig war, dass wir halt jetzt auch Spieler haben, die eine andere Qualität haben, so, die dann halt auch mal in engen Räumen als Kombinierer oder sich dann durchsetzen können. Das hatten wir also eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich immer ein bisschen Platz gebraucht. Jetzt haben wir auch ein paar Leute, die auch in engen Räumen Lösungsmöglichkeiten haben und es wird Spiele geben, wo wir dann vielleicht hinten liegen, eine Mannschaft tief steht, wo man dann natürlich solche Spieler dann braucht, die dann auch in der Lage sind, sag ich mal, mit wenig Platz dann eben auch Situationen zu kreieren oder dann aus den Situationen dann eben doch Tore zu machen. Und da sind wir auf jeden Fall besser aufgestellt als im letzten Jahr. Ja, das betrifft nicht unmittelbar das Spiel. Hier habe ich in der Hand Stadiontor, Tor gemacht. Und die Frage geht an Norman, sicher einer der Hauptakteure. Und Kollegen Engel habe ich mich jetzt hier informiert. Und da steht dann Zuschauern, erster Platz Magdeburg. Das ist durchaus drin. Aber dann kommt Tabelle, erster Platz Magdeburg. Haben wir welche Ambitionen? Also die Frage zu beantworten steht mir überhaupt nicht zu. Ja, da gibt es jetzt keine Antwort zu. Ja, also da müssen Sie bitte mit der sportlichen Führung dann auch sprechen. Bitte nochmal? Alphabetisch oder was? Das ist doch alphabetisch auch drin, oder? Nee, nicht alphabetisch. Nein, nein. M und dann kommt A. Nee, dann A. War nur ein bisschen. Zurück zum Sportlichen, bitte. Ja, alles klar. Ja, wenn der Ausstieg den Sport ist, ist es immer. So ist es, ja. Ja gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann schließen wir auch an der Stelle und wir sehen uns dann am Sonntag um 14 Uhr in Köln. Dankeschön.